Fröhliche Musik und bunte Lichter. Am vergangenen Mittwoch durfte sich der Lampion-Umzug im Schweriner Stadtteil Neuzippendorf über rege Teilnahme freuen. Mit Lichtern in allen Farben hat man sich zwischen der Astrid-Lindgren-Schule und dem Berliner Platz getroffen, um in Richtung Fernsehturm zu ziehen. Begleitet wurde der Umzug von dem Spielmannszug die Radegasttaler, die einen musikalischen Beitrag leisteten. Für Sicherheit sorgte neben der Polizei das Stadtteilmanagement und Mitglieder des Vereins Die Platte lebt, um eine geborgene Straßenüberquerung der kleinen und großen Teilnehmer zu gewährleisten.